Hi und willkommen zurück hier zur nächsten Aufnahme von Last Day on Earth. Wir haben, weiß gar nicht mehr, was zuletzt gemacht. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar Sachen zu erden. Hören. Ach, nicht nutzen. So wollte ich machen. Was haben wir zuletzt gemacht? Sachen geerntet. Ja, das ist klar. Holz. Brauche ich jetzt Holz? Ja, um Bretter zu machen. Das kann ich schon mal tun. Zack, Bretter. Braucht man immer. Wo waren wir denn? Ah ja, wir hatten diesen Frank geholfen. Und jetzt heißt es, neue Sachen zu erlernen. Und dazu gehört einerseits der Schmelzofen. Packen wir es einfach hier draußen eben hin. So, was können wir denn hier reintun? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das jetzt funktioniert. Wir haben hier ja Rezepte. Achso, stimmt. Habe ich alles noch nicht. Also ich kann erstmal nur das machen. Gut, haben wir schon mal Schmelzofen. Was können wir sonst noch? Regenfänger? Fehlt mir das. Sonst habe ich jetzt noch nichts. Dann heißt es, ein bisschen farmen gehen. Oh, ich hätte hier noch eine Spitzhacke gehabt. Nehmen wir mal das Rohr mit. Einfach nur, damit ich noch eine Waffe habe. Und dann gehen wir jetzt mal auf Farming Session. Farming. Wo gehen wir denn hin? Oh, sagen wir zum Motel. Ich möchte wissen, was es im Motel gibt. Tankstelle Level 15 erforderlich. Level 10 erforderlich. Level 15 erforderlich. Dann gehen wir mal hier hin. Gibt es vielleicht coole Dinge? Keine Ahnung. Gab es damals zu meiner Zeit, als ich es noch gespielt hatte, noch nicht? So ein Motel. Bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier... Toll. Bin am Containern. Ach mal, der Kopf rollt da noch hin und her. Was soll ich damit? Nimm's doch mit, ich weiß noch nicht, wofür ich es brauche. Ernsthaft? Was? Seil nehmen wir mit. Upsala. Seil nehmen wir doch mit. Levelaufstieg, auch schön. Hier haben wir ein paar Zombies. Schneller Beißer. Hauen wir mal eben schnell zu Brei. Boah, auch den Kopf extremst abgeschlagen, ey. Seil nehmen wir mit. Da gehen wir jetzt noch nicht rein, sondern schon erstmal, was es hier so gibt. Weil ich höre da gerade ganz schön zombige Brülle. Gibt es hier Alkohol? Alkohol und Zigaretten und Wasser. Gaszylinder erforderlich. Okay. Gucken wir mal, was es hier drin gibt. Oh, schön. Mit ein bisschen Schutz. So, nochmal ein paar Seile. Also hier komme ich nicht durch. Da muss ich einen Gaszylinder haben, um das wegzusprengen. Schade eigentlich. Ich habe einen Gaszylinder. Jetzt brauche ich eine... Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt drauf haue, muss, glaube ich, eine Schusswaffe haben, oder? Ja. Nee, okay. Geil. So, jetzt bin ich gespannt, was es hier jetzt zu sehen gibt. Was? Die Einbrecherfähigkeit Level 1. Oh, blablabla.
Kann ich hier? Schade. Wir werden 2% langsamer durstig und nochmal weniger hungrig. Nochmal drei Seile. Oh! Scheiße, ich habe langsam kein Futter mehr. Das wird jetzt richtig haarig. Das und das kann weg. Ich brauche Futter. Futter brauche ich, Futter. Ah, halt, ich habe ja noch hier. Oh, das nehmen wir alles mit. Aber alles, alles. Ach, verdammt. Zigaretten, das kann weg. Das brauche ich. Was kann noch weg? Komm, pack die Zigaretten weg. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch, upsala, in der Inbox Fleisch. Aber versuchen es erstmal eben so weiter. Die gehe ich jetzt mal eben nicht besiegen. Das sieht aus den Blebblubler. Das wird doch ein Blebblubler sein. Da komme ich jetzt nicht dran, ey. Ich könnte... Ist das ein Ble? Ja, es ist ein Blebblubler. Und den habe ich natürlich jetzt getriggert. Das ist sowas von klar. Hip, hip, hurra. Nein, nicht jetzt pinkeln. Oh. Holy fuck. Jetzt kommt da noch ein... Ne, ich muss raus. Verdammt, ey. Da muss ich aber noch mal gleich hin. Ich gehe da auch gleich noch mal hin. Eben zurück zur Basis. Sachen wegbringen. Und... Energie habe ich ja genug. Basis, Sachen wegbringen. Genügend Futter holen. Oder... Verbandzeug. Vielleicht noch eine Schusswaffe einfach mitnehmen aus Sicherheitsgründen. Und dann gehe ich da noch mal rein. Und zwar hier hin. Und ich nehme die Schusswaffe einfach noch mit. Axt und Spitzhacke lasse ich mal weg. Jetzt könnte ich hier bei dem noch eben gucken. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Ah, da. Sie werden eins mit dem Projektil. 10% mehr Schaden. 100% Erfahrungspunkte. Erhöht ihr Energie auf das Maximum. Okay. Dann machen wir hier. So, ich habe eben Werbung geschaut. Dafür habe ich jetzt 100% Dings bekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Ich habe eine Schusswaffe dabei. Ich habe noch diese Waffe. Die Schusswaffe natürlich nur im äußersten Notfall. Einen Tag, 11 Stunden wird das wieder geupdatet. Aber jetzt gibt es ja noch Sachen. Das ist gut, dass dann immer wieder Sachen, also dass sich der Loot erneuert. Das finde ich klasse. Hier waren gerade auch noch Kisten. Da ist nämlich so ein schneller Beißer. Auch noch einer. Und da ist der Blebblubler. Komm her. Ah, ganz schön dicke Mutti ist das, ey. Hallo. Danke. Seile mitnehmen. Ist das Auto, was ich da looten muss, in diesem Pool? Oh, sehr schön, die brauche ich. Ja.
Slowpoke. Nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Levelaufstieg. Was haben wir jetzt hier? Eisenbergmann. Sie haben. Okay. Zusätzliches Erz. Kälte besser verstehen. Dann machen wir zusätzliches Erz. Becher Erzfarming. Ja. Pressen wir mal eben hier Konserve. Die leeren Dosen weg. So, wo muss ich jetzt rein? Hier komme ich leider nicht rein. Da brauche ich noch dieses Einbruch-Dingsbums-Gedöns. Hoffentlich hier nicht auch, ne? Da kann ich rein. Oh. Waffe. Hallo? Er fordert ein Beil. Oh, nee. Dafür brauche ich das Beil. Dann muss ich jetzt mal ganz schnell gucken, ob ich hier Holz rumliegen habe. Ich glaube es fast nicht. Da ist Holz. Gut, jetzt kann ich die Dings hier öffnen. Oh, noch ein Blibblubla. Oh, schön. Drecknibbelaufstieg. Okay. Dass da der, dass am Bleblubla drin war, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da oben auch nochmal öffnen. Meine Waffe ist fast Fratze. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das sind Sachen, die braucht man. Oh, hab ich mir erschrocken, ey. Taschenlampe. Oh, jetzt habe ich mir keinen Platz mehr und da oben muss ich auch noch hin. Das Fleisch wegpacken? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Superglue muss ich mitnehmen. Weil ich habe gar keinen Platz mehr für, gar keine Kraft mehr, um das hier zu zerstören. Okay, brauche ich auch nicht. Oh, verdammt, ich habe gar keine Waffe. Danke. Mal irgendwo eins, ja. So, was haben wir denn hier noch drin? Oh, was ist das denn? Heizung. Heizung kann was Schönes sein. Kohle. Nimm mal mit, die Bretter brauche ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich jetzt alles, was ich hier looten kann? Ja, ne? Soweit ich weiß, habe ich jetzt alles gelootet. Zigarettenschachteln, naja, brauche ich nicht. Hier noch was drin? Nee. Nur hier halt. Da brauche ich halt Einbrecherfähigkeit, die ich leider nicht habe. Da hatte ich nichts. Ah, hier ist noch eine Tür. Wir wollen ja keinen Zombie hier, ne? Ungeschoren davonkommen lassen. Na, damit habe ich jetzt hier alles gelootet. Ich sag mal, war doch recht erfolgreich. Wir sind ein geschickter Mann, können einen Angelhut herstellen. Ja, nehmen wir. So, dann gehen wir mal zurück, bringen das alles weg. Und dann haben wir doch wieder eine erfolgreiche Session gehabt. Den alten Kartenfolge muss hier irgendwo einen Teich geben. Ah, oh, schön, da könnte man angeln. Kann ich mir jetzt die Angelroute schon herstellen? Wo ist sie denn? Angelroute, Angelroute, Angelroute. Da. Level 52. Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt die Fähigkeit noch nicht unbedingt lernen müssen.
dass man Level 52 braucht. Das Radio könnte ich jetzt fertig machen. Radio abgeschlossen. Sie haben ein Radio zusammengebaut. Ein Händler? Das machen wir beim nächsten Mal. Gucken wir. Bunkercode, okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich guck mal eben, habe ich hier für die Waffenbank noch irgendwas? Die Teile hier. Kabel packen wir schon mal rein. Wir packen das rein, wir packen das rein. Beim Shopper ist viel zu viel, bis ich da den Tank habe, ich Motorteile habe. Also vergeht unendlich viel Zeit. Da vergeht einfach unendlich viel Zeit. Die Kabel, das und das. Aber die Kohle könnte ich jetzt hier reinpacken, glaube ich. Genau. Und besser. Und hier packen wir noch die Kabel rein. Die habe ich jetzt schon mal. Da fehlen noch zwei Stück von. Und drei Klebebänder. Nun denn. Wie gesagt, das war's für die Aufnahme. Lasst den ganzen noch einen Daumen nach oben da. Und teilt das Video. Ne? Also, herzuzeigen bedarf nicht viel. Einfach einen Daumen nach oben. Einen schönen Kommentar. Ne, zum Beispiel Hashtag hab dich lieb. Wird mir direkt warm ums Herz. Und ja, teilt das Video auf Social Media, damit das mehr Leute sehen. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, reingehauen und ciao, ciao.